Keine Ahnung mehr, ehrlich gesagt. Kann aber auch sein, dass ich hier in dem Camp nicht sprinten kann. Loki, es ist jetzt genug. Lass doch erst. Hören Sie auf, Loki! Ah! Hilfe! Ja, ich wollte mir nicht die Haare heute noch mal waschen. Hilfe! 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 Oh, Jesus Christ! Was war das? Oh. So. Ich guck mal erstmal Waffen. Oh, hey. Hey. Hey, ich habe eine Frage. Du kamst doch gestern Abend her mit Ricky und wer war der Typ? Buse oder auch William oder Bill. Ich bin schon immer Buse. Ha. Frag nicht warum. Hatte ich. Ich meine, ist der okay? Ich war kurz da, um Eddie zu sehen. Er sah nicht gut aus. Ja, er wird schon wieder. Sobald er versorgt ist, fahren wir nach Norden. Verstanden? Also lass es gut sein, okay? Brandon, danke, dass du einen Sub an den lieben Tenegros verschenkt hast. Besten Dank für deinen Support hier. Vielen, 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 vielen Dank. Cool, wenn man hier so harten Support hat. Wo warst du denn? Okay. Ich habe leider zu wenig Kohle und zu wenig Vertrauen, um hier wahrscheinlich irgendwas kaufen zu können. Bis demnächst. Hey. Hey, es geht mich ja nichts an, aber es hieß, du bist zurück. Hätte ich nicht mitgerechnet. Ich habe ein Man Schwärmerohr. könnte sagen, Iron Mike und ich haben uns geeinigt. Echt? Na sowas. Hat Ricky vielleicht was damit zu tun? Koala bekommt von mir noch drei, aber pst. Wie du schon sagtest, das geht dich nichts an. Yep. Koala hat nicht gestreamt, hoffentlich heute Abend. Beste Streamkatze, ja. Der ist wirklich ganz schön aggro. So, wir können jetzt erstmal die Quest annehmen. Ah, da haben wir auch noch eine, ne? Und da. Ist das eine Sidequest? Ja, nee, ich kann nicht interagieren mit ihr. Da steht ja kein Job verfügbar, okay. Hey, wie kann ich denn. Ah, doppelt X drücken. Ach, das ist schon Sprinten. Nee. Ah, doch, R3, okay, gut. Dann weiß ich's wieder. Deacon, hey, ist alles okay? Was ist? Deshalb bin ich eigentlich nicht hier. Okay. Ich wollte nur wissen, ob du vielleicht was brauchst für die Krankenstation. Eigentlich brauchen wir so ziemlich alles. Es fehlt immer was. Zum Beispiel Medikamente, sterile Verbände, Instrumente. Hier. Ein Listenmesser. Ja, das verwendeten die Ärzte im Bürgerkrieg für Operationen im Feld. Operation? Ja, damals gab es noch keine Anästhesie oder Laudanum.
Hier steht auch, wo du vielleicht eins finden könntest. Das ist die Broschüre vom Besucherzentrum. Sherman's Camp, ja, der Ort, ja, an dem es vor Freakern nur so wimmelt. Ich schau mal, was ich tun kann. Ja, ich... Deacon. Danke. Nach Sherman's Camp. Das wird die Hölle da sein. Zu schwer beladen, um ordentlich zu rennen. Nee, so ein Loot-System gibt's hier nicht. Wenn du voll bist, bist du voll. Also von daher. Du musst mal kurz gucken. Ich hab keinen Schalldämpfer dafür, oder? Na gut, das kann ich jetzt hier noch nicht nachgucken, weil ich keine Waffen ausrüsten kann. Muss ich voll tanken? Nee, alles gut. Warte mal, ich mach das. Hallo? Ist da jemand auf dem Kanal? O'Brien, bist du das? Ja, hier ist O'Brien. Du hast noch ein Funkgerät von uns. Gut, okay. Also, ich versuche dir zu helfen, diese Frau zu finden. Sarah Whittaker. Ich habe sie in den Heli gesetzt. In der Nacht in... Ja, ich weiß. Okay. Aber zuerst musst du was für mich tun. Ah. Hallo? Was? Du willst was von mir? Achte auf die Digitalanzeige deines Geräts. Ich schicke dir eine verschlüsselte Nachricht. Koordinaten. Wir treffen uns dort. O'Brien, worin zum Teufel geht es hier? Triff mich einfach dort. In meiner Nähe wird's von Nero-Soldaten werden. Sie dürfen dich nicht sehen. Getroffen! O'Brien, Ende. Mörder und Diebe, alle miteinander. Wie viele habt ihr heute schon umgebracht, hä? Okay. So. Vic, bist du da? Hast du das Ripper-Lager gefunden? Ja, Boozer. Ich hab's gefunden. Meinst du, die haben uns hier oben gesucht? Keine Ahnung, Boozman. Ich hätte ja gefragt, wenn sie nicht versucht hätten, mir die Augen auszustechen. Tut mir leid, Bruder. Ich hätte bei dir sein sollen. Klar, Mann. Ja, ich weiß. Dicken Ende. Die Ereignisse überschlagen sich. Der Büsch ist zu dicht. Ich sehe nichts. Weg, hier ist Cope. Bist du da? Cope, ja, ich höre. Ich komme vorbei, wenn es passt, okay? St. John Ende. War ja nicht gerade jemand, der dich hätte befreien können? Haben die den jetzt echt hier runtergestoßen? Hallo? Natürlich. Ein Träumchen. Shit. Das geht ja nicht gut los. Ach man, halt auch wieder, ich will mich hier wieder auslassen ohne Ende, dass man hier einen übelsten Sprit verfährt. So, ich muss da lang. O'Brien zu treffen und hier die Lebensmittel. Scheiße, da ist ja ordentlich was los. Mit Koblen muss ich auch reden. Ach ja, guck mal, nächste. Also das ist näher dran. Das wird aber ziemlich haarig. Jetzt wollte ich mal gucken. So, das sehe ich hier natürlich nicht. Ich habe keinen Schalldämpfer mehr, ne?
kein Schalldämpfer. Shit. Ist ein Problem heutzutage hier. Mann, ich wollte, also wenn man hier Passanten, also wenn man Zivilisten rettet und so, bringt einem übelst viel. Weil man kann halt, für die, die es nicht wissen, ich meine, das Spiel ist jetzt zwar schon eine Weile alt, aber wenn du Leute rettest, kannst du die quasi in Camp schicken. Und um Camps einkaufen zu können, brauchst du einmal Ruf und einmal Geld. Und Ruf ist halt relativ schwer zu bekommen. Geld auch eigentlich, muss man sagen. Aber wenn man jetzt hier jemanden rettet, bringt dir das schon mal so 500 Rufpunkte oder so. Das ist halt schon ziemlich geil. Also besser als irgendwelche Schwärmer zu töten und da Zeug zu verkaufen. Aufträge ist noch so semi. Hier wegen den Pflanzen halte ich schon gar nicht mehr an. Sherman's Camp ist nicht mehr weit. So, und da sieht man schon wieder so ein blaues Fragezeichen. Das heißt, hier geht irgendwas ab. Moment mal, die Nester hier habe ich anscheinend noch nicht beseitigt. Ey, Leute! Bin auf eurer Seite! Macht doch nicht diesen! Ich komm später zurück und... Wo rennst du denn hin? Warum läuft der Geld die ganze Zeit in die Decke? Meine Wäsche! Das war's! Das war's! Komm schon raus! Hört sich nicht! Das wird dir gefallen! Ich hab mich jetzt nicht in die Luft Alter, ich dachte, ich kann ihr helfen. Da haben die mich weggemacht, Alter. Was zum Teufel? Ah, gut. Es gibt halt Leute, die brauchen Hilfe. Es gibt Leute, die brauchen keine Hilfe. Die brauchten wohl offensichtlich keine Hilfe. Friendly Fire. Naja. Gut. Ja, schade. Brauche ich auch nicht looten, weil ist alles voll, ne? Hatten wir ja gerade schon das Thema. Mein Streamingplan ist falsch, ja, stimmt eigentlich, den gibt's nicht, muss ich nochmal ändern, das ist der 1.12, ne? Upala. Aber den muss ich wahrscheinlich eh nochmal überarbeiten, weil... Weil es kann sein, dass ich da morgen kein PUBG spiele, sondern was anderes. Holy shit! Komm schon. Na, wie viele Drifter habt ihr heute schon gekillt? Hm? Das sehe ich euch sofort an.
Wo hat denn der gerade geschossen? Durch die Tür? Komm schon, komm schon. Nein, ich wollte eigentlich einen nehmen. Seit wann habe ich denn Aim Assist? Also so ein bisschen Aim Assist ist da schon. So, ja, würde ich machen. Einmal benutzen. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das unser Ruf ist als Drifter oder so, der uns hier so ein als Assi markiert, aber Munition wäre. Das Problem ist, dass er halt immer die Munition nicht separat aufsammelt. Du müsstest jetzt die Knarren aufheben. Dann hast du aber auch nur die Munition bei. Habt ihr das auch gerade gehört? Was zum Teufel? Ah. Ist jemand in der Falle? Dann hat sich das Ganze doch gelohnt. Warte, halt durch, ich komme. Willst du hier draußen sterben? Pass auf, da ist ein Camp. Camp? Wo ist? Zeig's mir. Ich werde hingehen. Das ist halt die Frage, in welches Camp wir ihn schicken. Iron Mike ist das neueste? Koblenz Camp ist das erste. Koblenz Camp macht scheinbar Sinn. Aber Iron Mike würde noch mehr Sinn machen. Ich gehe mal zu Iron Mike. Hey, geh nach Los. Tausend Vertrauen muss man erstmal haben. Oh, ich war so gut wie tot. Verdammte Scheiße, Mann. Vielen Dank, oh Mann! Sag ihnen, es war St. John, Deacon. Die kennen dich. Okay. Übrigens, die Animationen sind nicht so ganz on point, wie man gesehen hat. Also die Emotionsbewegungen. So, und jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen Munition, aber gerade Scharfschützenmunition ist halt so schweinisch teuer. Kommst halt kaum ran. So, hier draußen habe ich noch einen umgefläzt. Die haben halt wirklich die gleichen Waffen wie ich. Und die Steuerung hier ist ein bisschen kompliziert. Zum Beispiel, ihr seht da zwischen dem Ausdauercocktail und dem Verband ist noch was dazwischen. Da komme ich aber irgendwie nicht ran. Also, ich habe mir auf die Tastatur quasi jede Controller-Richtung gebunden. Aber irgendwie kriege ich trotzdem nicht alles erfasst. Also, es ist ein bisschen schwierig. So.
Gucken wir mal, ob wir irgendwo noch... irgendwo noch was finden. So, was haben wir bei Tiergewehr? Die macht mehr Schaden, hat mehr Reichweite, hat aber nicht so eine krasse Feuerrate. Okay. Naja. Welches meine? Level 3, ne? Ja. Die könnte ich halt tauschen, aber die hat keinen Scope, ne? Achso, nee. Sorry, ich erzähl Scheiße. Die Waffen sind ja als Ausrüstungsslot gebunden. Das heißt, ich kann gar keine. Wenn er mir die für einen zweiten Slot vorschlägt, dann kann ich die echt nur für einen zweiten Slot nehmen. Das ist halt immer ein bisschen blöd. Aber gut, ist halt so. Geister? Cool. Eine Dose. Ach Mensch. Glaube ich, so eine Ablenkungsdose. Komme ich hier ran? Motorhaube ist noch zu. Nee, komme ich nicht, okay. Dass sich gerade jemand vor mir versteckt. Ich glaube, oh, das wär's, ey. Das wär's wirklich. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ja, Schrott. Ja, Schrott brauche ich auch noch zweimal. Ne, jetzt ist voll. Ey, wer ummt denn hier? Ihr hört ihn doch auch. Ach, da hinten. Das ist jetzt so ein bisschen kompliziert, weil mit der Lautstärke und so, da sind die Freaker ein bisschen empfindlich. Muss hier aber mal ranfahren, weil ich wieder tanken muss. Weil aus welchen Gründen auch immer. Welchen Gründen... Es schneit? Seit wann schneit es? Okay. Aus welchen Gründen auch immer, verbraucht das Ding unglaublich Sprit. Motorräder sind eigentlich recht sparsam, dachte ich immer. Außer die hier in dem Spiel, also. Bin jetzt zu weit weg, ja? Voll brutal, ja. Ja, ist halt so. Das ist auch Ascheregen. Genau. Nee, also. Ich habe gelesen, dass es irgendwie auch in Red Dead Redemption schneien soll. Aber wie gesagt, ich bin. Durch den Singleplayer schon durch. Den Multiplayer habe ich seitdem noch nicht gespielt. Warum? Ich habe alles voll. Das ist. Total kurios. Kann ich irgendwas herstellen? Hier geht's raus. Was ich machen kann, ich kann gleich mal meinen Baseballschläger reparieren. Was hat halt auch Schrott. Schrott findet man relativ oft, aber man kann nur 10 tragen. Das ist. So, da ist eine Polizeikarre. Immer ganz gut, weil da gibt es meistens, also im Kofferraum ist eigentlich immer Munition drin. Tada! Alter! Das ist doch aber neu, also daran kann ich mich nicht erinnern.
Wenn ich groß bin, will ich auch genau den Baseballschläger. Der hält dir auf jeden Fall jeden vom Leib. Kannst du aber wissen, du. Vielleicht kann ich da nochmal was. Wisst ihr, ich habe jetzt sogar schon mehr Schrott, als ich brauche. Nee, es ist nicht unbedingt Motorradwetter auf jeden Fall. Sherman's Camp ist nicht mehr weit. Ich kann hier auch noch Burnouten. Besonders gut für den Tank. So, und da drüben sind schon welche tot. Also ich könnte jetzt auch noch alle Nester räumen. Dann würde ich das als Schnellreisepunkt freischalten. Aber ich würde mal sagen, wir fahren erstmal zur Mission. Muss ja aufpassen, dass hier nicht irgendwelche Horden spawnen. Braucht halt auch nicht wirklich, ne? Wie gesagt, alles voll. Wird schon wieder geballert, höre ich. Hier ist es. Du bist die falsche Waffe ausgerüstet. Hä? Mit dem Messer muss ich 20.000 Mal zustechen. Das nutzt sich nicht ab. Die Waffen hier nutzen sich halt ab. Das Besucherzentrum. Ich muss da irgendwie rein. So, und jetzt wäre es natürlich gut, einen schallgedämpften Knarre zu haben. Oh. Munitionsverschwendung. Da muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann es riechen. Ja. Ein Nest ist natürlich ein Träumchen. Die Tür ist verriegelt. Ich sehe hier noch eine andere Möglichkeit, eventuell. Ich weiß noch nicht, ob ich hier springen kann. Nester sind immer so ein kleines Problem. Wenn man die abfackelt, kommen da so 3-4 Monster raus. 3-4 Freaker und das ist immer ein bisschen komplex. Ey, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich hier springen konnte. Ich glaube. Ja. Weil ich würde jetzt gerne da hochspringen. Und die falsche Taste, glaube ich, gedrückt. Hält sich halt nicht fest. Was ist mit ihm? Wie ein Stein, ja. Ich weiß nicht, warum er nicht will. Das war auch sehr leise, aber es hat geklappt. Eine Feuerleiter. Fällt ihm ja spät ein, dass es eine Feuerleiter ist. Hier runter. Leider nicht. Hier gibt's nicht mehr viel zu holen. Na also.